Dark Souls Remaster geht weiter. Willkommen zurück, liebe Freunde da draußen. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen umgesehen, haben hier in der Untoten Stadt schon einige Sachen erledigen können. Und jetzt geht's weiter in dieser neuen Aufnahmesession für mich. Willkommen zurück mit unserem Schurken, unser Schurken Lidaya, wie ich sie genannt habe. Und den Versuch zu parieren. Ich musste ganz kurz überlegen, wie das nochmal geht. Au! Würde sagen, was macht er denn da? Er jumpt gleich wieder, wollen wir wetten? Genau, da unten habe ich schon alles erforscht. Das heißt, wir müssen jetzt leider Gottes Willen da lang gehen. Und dann, wo ich den Dude da unten noch schnell kille. Sieht es denn sonst so technisch aus? Wir haben 7 Feuerbomben, schwarze Feuerbomben, eine Brandbombe und 10 Wurfmesser. Den Typen da können wir vielleicht mal. Ey, du da! Der steht ja schon durch die Wurfmesser allein. Skalieren die Wurfmesser eigentlich? Das habe ich mich nie gefragt, aber. Wenn schon skillen, damit Style. Und da hinten eigentlich an, wie ist. Kann mal hin, bis der Typ der kommt. Und rennt dann wieder weg. Er hat mich nicht gesehen. Ah! Ah! Jetzt hat er mich gesehen. Ach, den kann man gut umlaufen, weil er echt so einen schweren Angriff hat. Hast du wohl nicht die Itembeschreibung gelesen, Kollege? Der war da alleine. Ah. Wait again. Das ist schon cool irgendwie. Ich habe mich halt nie damit auseinandergesetzt. Aber jetzt, nachdem ich Sekiro echt Lust hatte mit dem Parieren. Aber das Timing da ist ein bisschen einfacher. Habe ich immer das Gefühl. Ist es der gewesen? Ne, der kommt jetzt hier raus. Ich brauche auf jeden Fall, und das muss ich mir dann noch erfahren. Weiß hier war das, glaube ich, dass der Typ dahinter steht, oder? Oh. Party. Schwarze Feuerbombe, nice. 12 Stück jetzt von. Ich glaube, die kann man auch nicht kaufen, die schwarzen Feuerbomben. Oder? Ich habe schon alles, echt alles vergessen, aber. Die haben sie echt gut hingestellt, also. Mehr.
Wiegt sich schon zu mir hin. Ganz langsam. Kollege, ganz langsam. Jetzt kann ich ihn auch auf den engen Gang hier. Oh, das ist aber fies. Ist jetzt nicht so geil von dir, Kollege. Alter, wie viel Scham macht denn dieses Messer? Kriegerrüstung. Bei der Rüstung muss ich auch mal gucken, wie ich das, ob ich das so lasse, die Diebesmaske und so weiter. Das ist schon ziemlich cool. Mal überlegen, ob ich vielleicht auf den Bogen warte, weil bis jetzt sind die Messer eigentlich ganz nett. Ich mache echt viel Schaden. Wir können da mal kurz reinschauen, ob die tatsächlich skalieren. Und es irgendwo sehen. Bei den Dingsbums hier hinten, ne, drin. Ne. Die haben keine Skalierung. Das ist ein bisschen ätzend. Ich glaube, da kommt jetzt nichts mehr, da kann ich aber so reingehen. Das macht schon Spaß, aber wie gesagt, bei den Bossen muss man halt noch sehen, inwiefern die Bosse halt irgendwie zu parieren sind. Da habe ich halt noch keine Ahnung von. Aber nur das, aber hier haben wir doch hier. Ist das leichter? Ist das schwerer? Das ist auf jeden Fall von der Balance ein bisschen besser. Aber wo sehe ich nochmal das Gewicht? Ich habe echt alles vergessen. Gewicht da unten ist deutlich schwerer. Also bleibt lieber bei der schwarzen Lederrüstung, weil so richtig viel besser ist die jetzt auch nicht. Von der Balance, aber da brauche ich ja ehrlich gesagt nichts. Hier haben wir nichts und da haben wir auch nichts. Ringe haben wir bis jetzt nur den Ring der Opferung. Den werde ich beim ersten Boss jetzt gleich, glaube ich, verschwenden. So spätestens bei den Gargoyles. Ich hole mir erstmal die Typen da oben. Let's go. Oder bei dem Black Knight. Der kommt ja jetzt hier auch gleich. Nein! Holy shit, ich dachte schon, jetzt bin ich runtergefallen. Oh, er kommt ja mal hinterher. Fuck. Kurz ein bisschen Panik gehabt. In dem Black Knight wird es halt interessant, ob ich da hinter den komme. Ich glaube nämlich nicht. Ey, du da! Schon immer noch übel. Sine. Wow. Oh, krass. Ah, hier kommt gleich demnächst der Black Knight. Und das an den Anwesenschlüssel muss ich mir auch noch mal kurz durchlesen, ob da vielleicht ein Hinweis drauf steht, warum der Typ das den Schlüssel an dich verkauft. Schlüssel zu einem Anwesen in der Stadt der Untoten. Das einfache, robuste Aussehen der Schlösser in der Stadt hält unerwünschte Besucher fern. Aber dies ist ein Standardschlüssel, welcher sämtliche Anwesen öffnet.
nicht sehr informativ. Goldharz. Könnte auch vom Vorteil werden. Der Typ, der kommt ja gleich hoch. Und weil ich noch mal ein Estus trinke. Oder sowieso mal meine Humanity einlösen, damit ich die 10 Estus wieder habe. Na, geil. Na, 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 na. Au! Okay. Blöde Sau. Sollte ich mal machen, bevor ich zum Boss gehe. Er ist jetzt alleine hier. Ah, der Black Knight ist erstmal mein Ziel. Mal gucken, ob ich den umbringen kann als Joker. Den Typen hier. Kurz, ob ich da eine Feuerbombe reinwerfe. Eine habe ich nur noch. Eine schwarze Feuerbombe für den verschwenden. Fuck. Fuck! Eine können wir noch machen. Shit. Muss ich mich wohl darauf einlassen. Ich könnte da an die Seite runtergehen, aber es bringt mir das, wenn ich da stehe. Doch, geht. Ja, dafür darf man natürlich nicht sterben. Scheiße. Ah, ist doch so klar. Stimmt, ich habe meine Humanity verloren. Lass mal damit erstmal leben. Oh. Bisschen zu spät gewesen vom Timing. Jetzt laufen wir bis zur Tür, dann kommt der nämlich an. Oh, jetzt kommen sie zu zweit, das ist natürlich unfair. Was ich zum Beispiel gar nicht wusste eine Zeit lang ist, dass die Humanity ja auch bei den Seelen bleibt, also... Ein Rundschild, den hat man glaube ich noch nicht, oder? Kleiner Rundschild aus Holz. Rissig und fast ruiniert. Holzschild sind leichter als ein Metallschild, aber wegen der Risse kann dieser weniger Schaden absorbieren. Ich hab schon mal den kleinen Faustschäden. Sieht da eine Dude noch um die Ecke, aber den lassen wir mal.
kommt er hier wieder mit seinen Bomben. Christos. Oh. Wow, den Sprungangriff haben wir auch noch gedodged. Holy shit. Moin. Aber ich werde den einen Dude mal da kurz anlocken. Wenn ich hier kurz runterlatsche, dann kommt er ja. Ich gucke mir meine See noch wieder und dann muss ich mal gucken, ob ich den Black Knight versuche. Aber ich denke schon. Ausprobieren wollen würde ich ihn schon gerne. Gegen diese Lanzenträger ist echt richtig scheiße, gegen die zu kämpfen. Weil die halt, jumpt der? Au! Au, jetzt muss ich aber weg hier. Oh. Holy shit. Das habe ich jetzt ein bisschen unterschätzt. Ja, 3400, da müssen wir definitiv zurückgehen. Oh fuck. Es hat aber ein Risiko dabei. Ups. Fuck. Ich hab überhaupt gerade das Timing gerade raus. Lief die ganze Zeit eigentlich ganz gut, deswegen ein bisschen nervös. Mit 3400 Tacken, da darf man schon mal ein bisschen nervös werden. Und hier steht der Black Knight hinten in der Ecke. Den könnte ich, wenn ich mich ranschleiche, vielleicht von hinten direkt eine mitgeben. Aber da muss ich ihn halt kiten. Hier hinten könnte noch was sein. Hier ist ja nur der. Ich gehe mal zurück. 3500 ist mir ein bisschen zu viel. Ich habe auch meine Humanity wiederbekommen, deswegen Aushöhle umkehren. Die erste werde ich auf jeden Fall brauchen jetzt. Oh, dann steigen wir mal wieder ein bisschen auf. Ein bisschen Vitality mitnehmen. Zweimal können wir Level. Vielleicht sogar ein drittes Mal. Müssen wir mal gucken. Mehr Beweglichkeit, definitiv. Einmal Stärke, dann können wir den Bogen benutzen oder die Armbrust.
Ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Und dann werde ich, glaube ich, nochmal Vitalität mitnehmen. So, dann gucken wir mal. Wir haben noch ein bisschen was auf Lager hier. Wie bringt das denn? Na gut, 200 Attacken, das ist jetzt nicht der Rede wert. Hier brauchen wir 1800 für den Erwerb. Ganz schön viel. Mal überlegen, ob ich das Interface noch mal ein bisschen anpasse. Das ist ein bisschen sehr klein. Ich glaube, ich werde die 70 nehmen. Das ist okay. Mag das schon, wenn ich ein bisschen Freiraum habe. Ein bisschen mehr sehen kann. Ein bisschen mehr überblicken kann. Genau, 1800 brauchen wir. Das heißt. Let's see, let's see, let's see. Na, die 1800 können wir eigentlich noch zusammenkriegen, glaube ich. Nein, nicht mehr. Nee. Boah. Jetzt haben wir die Zweikarte, das reicht. Und mal ein bisschen Vitality mitnehmen, glaube ich. Heißen übrigens doch Lydia. Idiot, nicht Lydia. Lydia. Natürlich Lydia. Ja, gut. Dann haben wir das. Dann würde ich sagen, mache ich hier für diese Folge einen Cut. Und in der nächsten Folge werde ich mich mal dem Black Knight widmen. Mal gucken, ob wir den schaffen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschö.